Ich bin mir fast sicher, dass ich weiß, gegen wen wir spielen sollen in euren Augen, aber trotzdem ist die Abstimmung mit der Infokarte hier. Der Damon hat sie schon wieder vergessen, ey, der hat euch gar nichts drauf. Sag und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Demel Real Madrid Karrieremodus hier auf dem Kanal, die fünfte Episode, heute geht's weiter und ja, man vergisst Infokarten. Gott sei Dank weiß ich, dass wir sowieso gegen Atletico gespielt hätten, aber nichtsdestotrotz tut's mir leid, wenn in dieser Episode eine Infokarte sein sollte, werde ich sie wieder nicht vergessen, zumindest hoffe ich das inständig, wenn doch, dann tut es mir leid. Wir sind heute am Start und wir sind mal wieder in der La Liga zu Gast, nach 10 Spielen 23 Punkte, punktgleich mit Barcelona, 2 Punkte hinter Sevilla, relativ realistische Tabelle. Atletico Madrid anscheinend auch nicht ganz so gut in die Saison gekommen, genauso wie in Realität auch. Wird also heute wichtig zu punkten und das ist unsere Aufgabe. Wir gucken uns nochmal ganz kurz, für die, die es nicht mehr wissen, die Gegner. Wir spielen gegen Leganés, wir spielen gegen Atletico Madrid, wir spielen gegen Sporting Gijón, wir spielen im Rückspiel des Pokals gegen Alcorcón und dazu spielen wir gegen den FC Barcelona und simulieren noch gegen Club Deportivo und Valencia. Es wird heute eine lange Episode, denn wir machen 2 Monate durch, was einfach daran liegt, dass wir vorankommen müssen, weil diesen Monat noch andere Karrieren starten werden. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Videobeschreibung, Links auschecken zu IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins, dazu auf eure FIFA Points, Microsoft Guthaben, PSN Guthaben, es lohnt sich da vorbeizuschauen, definitiv auch nach dem Team of the Year jetzt noch, dazu mein Merchandise könnt ihr auch gerne auschecken, sieht nicht ganz so bescheuert aus wie die Kombination aus Trainingsjacke und Hemd und meine Social Media Links, Instagram und Twitter sind da auch verlinkt, könnt ihr gerne vorbeischauen, wir spielen gegen Leganés und wir machen mal ganz kurz vor die Aufstellung. Da unser Team ja momentan eigentlich ein wandelndes Lazarett ist und irgendwie alle Leistungsträger verletzt sind, spielen wir mit Morata in der Sturmspitze, Ober auf rechts und Pepe im zentraldefensiven Mittelfeld. Wir müssen immer noch die Rücknummer nennen, das machen wir gleich nach diesem Spiel und Pepe verletzt sich. Das ist doch nicht wahr, Alter. Das gibt's. Übrigens habe ich gelernt, wie man zoomt. Guck mal. Morata macht es 1:0. Das ist ja perfekt eigentlich in der Situation. 2:1 Sieg nur. Oh, Gottes Willen. Aber Modric macht das Tor. Das heißt, war ein Distanzschuss. Schön. Das ist alles echt nicht mehr wahr. 4 Monate fällt Pepe aus. Was haben wir für ein Verletzungspech? Das ist unglaublich. Überlegt mal, damit haben wir momentan 86 plus Spieler, die verletzt sind. Pepe, Dybala, Ronaldo ist noch angeschlagen, Bale und Rodriguez. Das ist einfach unglaublich. Es liegt hundertprozentig an den Rückennummern. Ich bin mir da sehr, sehr sicher. Dieser Fluch kann nirgendwo anders herkommen. De Gea kriegt jetzt immer die 1, nicht die 2. Bellerin hat jetzt die 6. Das ist auch ganz interessant. Aber der kann eigentlich die 2 haben. Dann Tah mit der 20, Varane mit der 5, Marcelo mit der 12, Modric mit der 19, Ramos mit der 4, Kroos mit der 8, Aubameyang mit der 9, Morata mit der 21, Hazard mit der 13, das passt auch. Lucas Vazquez 17, Hakimi 33, Dybala 25, da hätte ich gerne was anderes. Ich weiß aber nicht, wer die 10 hat. James, das ist schlecht. James die 17, Vazquez die 22, dann nimmt lieber Dybala die 17 und James die 18, nein, James die 10. So, und was haben wir noch? Ansonsten, glaube ich, passen die Rücknummern soweit. Hazard 13, habe ich ja schon gesagt. Okay, ja, muss man nicht so viel ändern, aber De Gea war wichtig. So, im zweiten Training passiert doch noch was, im ersten war gar nichts los. Wir haben keinen Spieler, den wir trainieren können, weil alle nicht mehr vielversprechend sind oder alle verletzt. Alex steigt auf 66 und Tah auf 82. Das ist interessant, die anderen Ergebnisse sind auch solide, so kann es weitergehen. Und passend zum Spiel gegen Atletico meldet sich zumindest ein Leistungsträger wieder. Einsatzbereit, der zuletzt das Siegtor geschossen hat, obwohl er verletzt war. Paulo Dybala ist also wieder mit am Start und damit gehen wir rein in die Partie ins Estadio Vicente Calderón oder in Santiago Bernabéu, das weiß ich jetzt gerade noch gar nicht. Und versuchen gegen unseren Stadtrivalen 3 Punkte mitzunehmen, die wir brauchen. Momentan sind wir Erster, aber Barca ist punktgleich. Das heißt, wir sollten uns auf keinen Fall einen Patzer erlauben. Rein geht's. Und zwar ins Estadio Vicente Calderón. Eins der schönsten Stadien, finde ich, die es in Europa so gibt. Wir spielen gegen die Colchoneros, gegen die Matratzen. Wenn ihr nicht wisst, warum das so ist, kleiner Funfact am Rande hier mal. Könnt ihr mir mal in die Infocard hier reinschreiben, ob ihr das wusstet. Die Jungs heißen Colchoneros, weil die Spanien, die Matratzen in Spanien ursprünglich rot-weiß gestreift waren. Genauso wie Atletico Madrids Vereinsfarbe bzw. Trikots. Interessanter Funfact. Oder? So, bei Atletico läuft es nicht so gut, deswegen wollen wir hier 3 Punkte holen. Atletico mit Oblak, Juan Fran, Jiménez, Godine, Felipe Luis, Yannick Ferreira, Carrasco, Tomás, Vicente, Borra, Neuzugang von Sevilla, Gaitán, Griezmann und Gameiro. Also eine sehr starke Elf, definitiv, die dürfen wir gar nicht unterschätzen. Auch wenn die Sechser ein bisschen ungewöhnlich sind. Bei uns gibt es keine Änderungen, es ist die gleiche Elf wie zuletzt. Ramos auf der 6 und dann müssen wir mal schauen, wie das geht. Oh, Ramos mit der ersten Gelegenheit und das ist normalerweise nicht seine Stärke, aber das ist ein Elfmeter gegen Pierre-Emerick Aubameyang. Ganz dummes Tackling von Felipe Luis da gegen unseren Gabuna.
Und da gibt es gar keine Diskussion. Schöner Abschluss eigentlich von Ramos. Gut, wie sich Hazard den Ball zurückerobert hatte. Der Finessi dann gehalten von Oblak und das Foul ist offensichtlich. Und jetzt haben wir die Chance, hier früh in Führung zu gehen. Ich brauche nicht wissen, wie man Elfmeter schießt. Ich weiß das, dankeschön. Aber es wird nicht Pierre-Emerick Aubameyang sein, der den Elfmeter schießt, sondern unser bester Schütze. Und das ist anscheinend Eden Hazard. Die Zielhilfe machen wir aus. Wir schießen nach oben links, nach oben links, nach oben links. Und Oblak hält den. Oh shit, hätte ich mal besser doch Aubameyang schießen lassen, den Gefaulten in der Situation. Das geht jetzt mal gar nicht gut los. Eigentlich war das in meinen Augen schon die sichere Führung, aber war auch nicht so stark geschossen, muss ich ja ganz ehrlich sagen, zu meiner Schande. Und Oblak rettet seiner Mannschaft erstmal das 0-0. Oh, das war so schön gespielt und leider Gottes kein Torerfolg dann dabei rumgekommen. Und jetzt noch Freistoß für Atletico. 37 Minuten sind durch. Das Spiel hier ist das natürlich, wo wir nicht alles kommentieren, damit die Episode nicht so lang wird. Aber bisher ist das eine gute Partie von uns. Wir stehen hinten relativ solide, auch wenn sich Carrasco bereits zweimal relativ gut durchgespielt hat und jetzt wieder am Ball ist hier. Aber Varane ist bisher ein ganz, ganz starker in der Partie. Der Einzige, der mir nicht so wirklich gefällt, ist irgendwie momentan Toni Kroos. Der spielt viele Fehlpass, was man ja gar nicht von dem gewöhnt ist. Jetzt mal Modric, aber da bietet sich auch keiner wirklich an. Das ist jetzt auch ein Fehlpass von dem. Ja, irgendwie ein bisschen komische Situation. Und wenn das vor der Halbzeit nichts wird, dann sehen wir uns in der zweiten Halbzeit wieder. Und da sollte es dann besser werden. Ach du meine Güte, Tar. Guckt euch an, was wir für einen Platz haben. Wir müssen ihn nur mal ausnutzen. Bellerin, der ist extrem, extrem schnell. Da kommt Jimenez, Ball in den Rückraum. Ganz, ganz schlecht gespielt von mir. Oh Mann, Alter. Das sind so hundertprozentige Chancen, die muss man normalerweise einfach nutzen. Und ich weiß nicht, warum jetzt gerade Atletico so unglaublich offen hier steht. Das ist gar nicht deren Stil normalerweise. Sind ja defensiv ein absolutes Bollwerk. Schön gespielt, wieder aber Bellerin erreicht der Ball leider Gottes nicht. Ja, wir sind aber hier am Drücker. Normalerweise müssen wir demnächst mal das 1-0 machen. Wenn wir jetzt nicht hinten zu offen stehen, weil Bellerin vorne ist. Das war schön zusammengespielt. Jetzt ist Bellerin wieder da gegen Antoine Griezmann. Varane gegen seinen Landsmann. Keiner kommt so wirklich hin. Aber jetzt ist die Situation eigentlich geklärt. Eigentlich geklärt. Jetzt ist sie geklärt. Oh, Aubameyang, 1-0, 65. Dass die Ecke zum Erfolg führen würde, habe ich irgendwie gerochen. Die Flanke kommt und im Endeffekt ist es Sergio Ramos da, zusammen mit Pierre-Emerick Aubameyang. Und der Gabuna macht das Tor, da sieht Oblak nicht sonderlich gut aus, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Dybala wird, nicht Dybala, ich weiß gar nicht, wer es war, wird rangeholt auf jeden Fall. Ich glaube, Hazard war es. Und dann ist der Kopfball da. Philippe Luis bewegt sich keinen Zentimeter und wir führen mit 1-0 im Estadio Vicente Calderón durch Aubameyang. 6. Tor in der Liga Santander. Sehr gut, weiter so. Diese Ballstaffette, ging hier gerade ungefähr 27 Minuten. Aber dummerweise ist jetzt beendet. Wir haben dreimal gewechselt, unter anderem ist Hakimi in der Partie, unser Rechtsverteidiger. Das ist jetzt mal Toni Kroos, raus auf Aubameyang, der zurück auf Kroos. Sehr, sehr schön gespielt. Hakimi ist nicht ganz nachgerückt, aber da ist er jetzt. So, den spielen wir jetzt wieder in der Mitte. Und zwar zu Lucas Vazquez, ebenfalls eingewechselt. Da ist Hazard und da ist das 2-0. So, wir sind in der Ballstaffette. 84. Minute und das ist die Vorentscheidung im Vicente Calderón. Sehr schön gespielt von Hakimi und dann der gute Pass hier von Lucas Vazquez auf den Kollegen Hazard und der schiebt ein. Oblak chancenlos, den Elfmeter da gehalten, den nicht. Hazard macht seinen Patzer wieder gut und wir führen 2-0 und haben das Derby gewonnen. Der ist heute wirklich gut drauf. Ein echter Gabi. Oh, oh, oh. De Gea, Wahnsinn. Atletico hat nochmal eine Gelegenheit hier und Oblak ist jetzt mit vorne. Das heißt, wir können gleich schön kontern, wenn wir den Ball bekommen. Torres kommt für Gaetan. Anscheinend wollen sie nochmal was beweisen hier oder Simeone will nochmal was beweisen. Trotzdem war das gerade sehr eng und das war die einzige Aktion, die es von Atletico in der Offensive gab. Huiuiui. Oh, nochmal De Gea und nochmal abgewehrt und wir kriegen kein Tor im Derby. Nein, kriegen wir nicht, weil De Gea mit Monsterparaden uns hier im Endeffekt das, ja, die Null hält. Das war ja immer noch richtig krass hier. Plötzlich ist Atletico nochmal da, wo auch immer sie das hernehmen. Aber jetzt ist das Spiel vorbei. Wir gewinnen 2-0 auswärts gegen die Colchoneros und das auch verdient. Wir waren das deutlich bessere Team über die gesamte Spiellänge hinweg. Und die Wechsel im Endeffekt haben nochmal die endgültige Power gebracht, um Hazard das 2-0 und sein Tor zu ermöglichen. Ober und Hazard, die beiden Topspieler, die wir verpflichtet haben, machen die Buden. Dybala hat heute nicht gespielt. Ich bin gespannt, wie es die nächste Partie laufen wird. Dann gegen Barcelona gespielt. Für den Moment sehr, sehr nice. Trainer, ich habe Ihnen schon einmal gesagt, dass ich nicht oft genug einsetzen werde, daher möchte ich, dass Sie mich auf die Transferliste setzen. Ich möchte zu einem Verein wechseln, bei dem ich regelmäßig spiele. Kann ich komplett nachvollziehen. Im Winter, der in dieser Episode noch kommen wird, können wir das eventuell machen. Ja.
Tja, und plötzlich sind sie wieder alle da. Unter anderem Ronaldo heute auf der linken Flügelposition, Hazard im Sturm, Dybala ist wieder da, Bale ist auch wieder fit, Ramos kann sowieso spielen, der war auch nicht verletzt. Und wir spielen gegen Gijón. Normalerweise sollte das keine schwierige Geschichte sein. Aubameyang trifft auch schon wieder zum 7. Mal, verletzt sich. Aber Dybala macht 2:0. Wie geht's aus? 3:1. Wir können irgendwie nicht zu 0 spielen, außer gerade gegen Atletico. Aber mal sehen, wie lange Ober ausfällt. Findet ihr das lustig oder findet ihr das traurig? Das ist wirklich, ey, das ist doch total bescheuert. Keylor Navas, ich weiß noch nicht, wen wir als Ersatz holen sollen. Schreibt mal Vorschläge in die Kommentare. Yeah, buddy, wir haben mal wieder Scouting-Berichte. Oh, die sehen aber nicht so toll aus. Satz mit X, das war wohl nix. Und dann kamen Flavio Mancilla, der richtig geil aussieht. Rodrigo Marquez, der auch nicht schlecht aussieht. Und Santi Aguirre, der auch nicht schlecht aussieht. Die nehmen wir mit. Ich habe versehentlich einen mitgenommen, den ich gleich wieder rauskicken muss. Aber die sind doch nicht schlecht. Schauen wir sie mal an. 57 mit 17 ist ein bisschen wenig, aber das geht noch. 62 mit 17, das ist sehr ordentlich. Damit kann ich schon mal sehr gut leben. Und Flavio Mancilla hat 62 mit 16. Das ist stark. Zu Gast bei Alcorthon, das Spiel im Pokal, und zwar das Rückspiel. Das Hinspiel lief ja gut für uns, das Rückspiel läuft 2:0. Kroos und Dybala treffen, wir haben Basquiat spielen lassen, Morata hat gespielt, Danilo auf der 6, Casemiro, Coentrao, Hakimi, Navas, also B11, aber läuft. Und damit geht's ins Spiel gegen Barcelona. Wir sind momentan Tabellenführer in der La Liga und wir wollen das bleiben. Haben 2 Punkte vor Barcelona, können es auf 5 ausbauen. Das ist unsere Chance. Wir spielen aber im Camp Nou, das heißt sehr, sehr schwieriges Spiel. Ich bin gespannt. Vamonos! Camp Nou, eins der schönsten Stadien der Welt, nachdem wir im Estadio Vicente Calderón waren, jetzt im größten Europas. Und natürlich ist es in Blau und Rot gekleidet für den FC Barcelona, für Lionel Messi und Co., für Neymar, für Suarez, für die beste Offensive, die es gibt. Wir spielen mit der gleichen Elf wie im Pokal, um Barca zu überraschen. Das heißt, wir spielen mit B11. Ich bin gespannt, wie das laufen wird. Ich habe es jetzt einfach mal mir gedacht, weil ich dachte, wir experimentieren mal und schauen mal, ob das denn funktioniert. Wir haben immer noch Leute auf der Bank wie Ronaldo und so weiter und so fort. Mal schauen. Wir haben bisher 10 Siege, 2 verschiedene Niederlage. Wir wollen nicht die zweite kassieren. Der FC Barcelona mit Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Alba, Busquets, Javi Martinez, den sie neu von Bayern geholt haben. Dazu Iniesta, Neymar, Suarez und Messi, die gewohnte Offensive. Also ein sehr starkes Team, aber sehr defensives Mittelfeld. Mal sehen, was wir daraus ziehen können. Wir gucken uns kurz unsere Aufstellung an. Navas, Hakimi, Ramos, Coentrao, Casemiro, Danilo, Kroos, Basquets, Morata, Dybala. Das heißt, die Topstars alle nicht mit von der Partie. Aber mal sehen, was wir daraus ziehen können. Oh Gott, ist der frei. Oh Gott, ist der frei. Und Navas hat den Ball, weil Tar ihn, glaube ich, abgefälscht hat. Wir sind bisher in dieser Anfangsphase extrem... Oh, jetzt ein schöner... Ah, scheiß Pass. Wir sind in der Anfangsphase an sich extrem überlegen gewesen eigentlich. Hatten sehr viel Ballbesitz auch um den 16er von Barca rum. Sind nur nicht zum Abschluss gekommen. Das war so ein bisschen die Problematik. Heißt ja auch nicht, dass es noch nicht, also dass es nicht mehr passieren wird in dieser Partie. Jetzt zum Beispiel wieder eine gute Gelegenheit. Der Ball auf Lucas Vázquez. Der zurück auf Morata. Der auf Kroos. Der raus auf Dybala. Der schneller ist. Die Flanke rein. Da steht Kroos. Der kommt nicht ran. Aber da ist Morata. Legt nochmal ab. Und der Fallrückzieher von Danilo. Ja, wir sind am Drücker. Traumhafter Ball raus auf Fabio Coentrao. Jetzt muss die Flanke kommen. Die kommt nicht schlecht. Mascherano ist eigentlich richtig klein. Und Morata nicht gerade der schmächtigste. Allerdings kommt er im Kopfballduell nicht durch. Jetzt Danilo, kein Foul im 16er. Iniesta mit einer Grätsche. Das sieht man auch ungefähr nur alle 60 Jahre. Das heißt, das war auf jeden Fall mal ein besonderer Klassiker-Moment. Und für den nächsten könnte Leo Messi sorgen, aber den, ja, kriegt er wieder nicht im Tor und dabei wieder abgefälscht. Casemiro, oh, schlechtes Zusammenspiel da mit Vázquez, aber holt sich den Ball sehr stark wieder. Wir sind gerade wirklich gut in der Partie drin, setzen Barca auch mit der B11 hier gut unter Druck. Und jetzt vielleicht ein schöner Ball raus auf Paulo Dybala gegen Sergi Roberto. Gute Ballannahme, schöner Fake-Shot, jetzt gehen wir da vorbei, schnell genug ist er. Berberspin, das sieht sehr, sehr gut aus. Ball in den Rückraum auf Morata, der nochmal weiter. Ah, der sollte eigentlich zu hinten, nach hinten auf Coentrao. Hat er hier jetzt nicht gemacht. Wir bleiben mal dran an der Szene. Ta, auf Toni Kroos. Der raus auf Danilo. Der weiter auf Paulo Dybala. Wieder die Gelegenheit zur Flanke. Der ist halt nicht der allerbeste Flankengeber, weil, ja, Stürmer normalerweise. Auch wenn er, was Freistöße, Flanken und so angeht, nicht schlecht ist. Ich glaube, wir werden auch dieses Spiel wieder direkt in der zweiten Halbzeit fortsetzen, weil hier wird, denke ich mal, nichts mehr passieren. Wir sind überlegen, für ein Tor reicht es noch nicht, aber wir haben ja noch 45 Minuten. Oder halt Paulo Dybala, nochmal eine große Chance hier vor der Halbzeit. Nochmal Vázquez mit der Flankengelegenheit, Ball in den Rückraum, da steht Danilo, nee, das ist Hakimi. Ups, unser Rechtsverteidiger. Ramos, kriegt er den raus? Oh, das sah aber eng aus.
Zweite Halbzeit, wir haben gewechselt. Er ist wieder da. Cristiano Ronaldo im ersten Saisonspiel verletzt, jetzt wieder einsatzfähig. Mal sehen, was er gegen seinen Lieblingsrivalen ausrichten kann, gegen Lionel Messi. Bale ist auch gekommen in die Partie, und zwar für Danilo. Mal sehen, was der bewegen kann. Ball zurück auf Hakimi, der mit dem Ballverlust. War aber auch ein bisschen schwer gespielt, setzt sich jetzt hier aber gut durch, beziehungsweise setzt schön gegen Neymar. Damit kann ich leben. Oh, die dickste Chance bisher in dieser Partie, und sie geht aufs Konto vom FC Barcelona. Ich glaube, Iborra war es in der Situation. Jetzt wird Messi rangeholt, um die Ecke kurz auszuführen. Sie kommt aber trotzdem lang, und Piqué ist da. Gott sei Dank können wir das verteidigen. Und gibt sogar Abstoß. Cristiano Ronaldo, 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 Ronaldo! 1:0, 73. Minute. Und wir gehen in Führung gegen den FC Barcelona durch Cristiano Ronaldo solo. Schneller als Piqué, viel zu schnell für Piqué. Ter Stegen sieht gar nicht gut aus. Torwartdecke auch noch. Und unser Portugiese bei seinem Comeback mit dem wichtigen Führungstreffer gegen Barcelona. Wunderschön gemacht. Und wir sind in Führung. Sisu freut und mich auch. Und ich hoffe, euch auch. Oh, ist Dybala frei. Ronaldo setzt ihn ein. Das muss das 2-0 sein. Das muss das 2-0 sein. Das ist das 2-0. Klassischer Konter Real Madrid-Style. Und wir machen die Entscheidung. Wieder genauso gegen Atletico. Ungefähr in der 84. 83. ist es dieses Mal. Ronaldo mit dem Ball auf Dybala. Und Piqué sieht da wieder nicht gut aus. Ter Stegen bleibt viel zu lange auf seiner Linie. Kann dann nichts mehr machen. Das geht zu einfach. Wir bauen es aus. 5 Punkte auf Barcelona. Geil. Messi, alter Schwede, warum ist der erstens so frei, zweitens warum mit rechts? Er lässt auch nochmal einen höher, nur noch 1:2 und wir sind kurz vor Schluss der Partie. Normalerweise ist das Ding hier durch, aber weil hier, ich weiß nicht, wer Casemiro, glaube ich. Nee, wer ist denn das? Irgendwer sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Doch, Casemiro war es. Und dann Ramos irgendwie nicht und Navas auch nicht so wirklich und rechter Fuß und schlecht jetzt. Hakimi lässt da mal eben Neymar stehen und das sieht sehr gut aus, was er da macht. Im Zusammenspiel mit Dybala, der Pass war jetzt nicht so schön. Jetzt müssen wir aufpassen, weil wir jetzt nicht noch kassieren. Also das wäre jetzt wirklich extrem bitter. Hakimi ist vor allem nicht mit hinten. Okay, schrubb mal bitte irgendwer die Offensive von Barca um. Oh Gott sei Dank. Die B11 hat gerissen. Wir gewinnen im Kampf nur auswärts gegen den FC Barcelona mit 2:1. Die mitgereisten Madridistas sind sehr zufrieden mit der Leistung ihres Teams und das vollkommen zu Recht. Das war ein starkes Spiel gerade von Cristiano Ronaldo nach seiner Einwechslung. Tor und Vorlage. Und Lionel Messi konnte sich in diesem Spiel zumindest nicht durchsetzen. Hat seinen Stempel aufgedrückt mit seinem schönen Longshot-Tor in der 89. Aber reichen tut's nicht. Dybala trifft, Ronaldo trifft, beide beim Comeback. Suarez ist traurig. Und wir haben 5 Punkte auf den FC Barcelona und das vor der Winterpause. Richtig, richtig gut. Keine Spiele verfügbar. Wie kann das denn sein? Das ist ja komisch. Aber irgendwie auch wieder nicht. Wir haben anscheinend das Topspiel gehabt. Und wir haben, wie gesagt, 5 Punkte Vorsprung. Jetzt geht es noch gegen Valencia unter anderem. In Realität sind die schwach. Mal sehen, wie es hier ist. Es geht gegen Deportivo La Coruña. Die haben zuletzt gegen Real Sociedad San Sebastian verloren, gegen Celta Vigo verloren und gegen Malaga, die relativ weit oben stehen, unentschieden gespielt. Wir spielen mit absoluter Top-Elf dieses Mal. Unter anderem beispielsweise mit Hazard, Bale, Dybala und Ronaldo. Hazard trifft gleich mal wieder, nachdem Marcelo schon gelb bekommen hat. Ich bin gespannt, ob wir die noch 0 spielen. Dybala trifft auch. Und wir gehen 4:0, dreimal Hazard. Das ist auf jeden Fall nice. Der spielt heute aber 10. Und da hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Hey, mal wieder ein positives Trainingsergebnis. Hakimi steigt nämlich. Sehr schön, 73 mittlerweile. Der Junge gefällt mir. England will unser Nationaltrainer haben. Ich würde es ja gerne machen normalerweise, weil England echt eine coole Nation ist, die ich gerne mag und die ich gerne trainieren würde, weil sie so viel Potenzial haben. Aber ich glaube, das ist nicht gut in diesem Karrieremodus hier. Eieiei, Pepes Vertrag läuft aus. Können wir natürlich nicht zulassen. Coentraus Vertrag läuft übrigens auch aus. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich verlängern möchte. Das kommt aufs Gehalt an. Bogui läuft aus. Der hat 74. Wie alt ist der Kollege nochmal? Ich glaube 24 oder so, ne? 23, okay, das ist egal. De Thomas, den würde ich ganz gerne verlängern. Toro glaube ich auch. Da müssen wir gleich nochmal nachgucken. Der ist sporadischer Spieler. Wie sieht es bei Toro aus? Wie alt ist der? Hat 71, ist 22. Nee, Fernandes. Den auf jeden Fall. Das ist der Sohn von Zidane. Das geht gar nicht anders. Der ist auch nur sporadischer Spieler, aber das sollte bei Real auch kein Problem sein. Und dann haben wir noch Bergos. Der ist alt. Den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ich glaube, der ist 27 oder so, ne? Oh, der ist 20. Ja, komm dann. Weil er Grieche ist und sympathisch aussieht. Wieso ist denn der so alt? So jung. Ich glaube, der wäre relativ alt. Und Coentrao, was will der für Gehalt haben? 170.000. Wir versuchen es mal. Auch wieder mit sporadischer Spieler.
So, gleiche Elf und zwar diesmal gegen Valencia auswärts. Die haben zuletzt gegen Sociedad verloren, gegen Malaga verloren und gegen Teneriffa, glaube ich, gewonnen, wenn ich es richtig gesehen habe. Rodrigo, Munir, Nani, Villalba, Parejo, Suarez, Gaya, Garay, Mangala, Cancelo und Alves im Kasten. Eigentlich so ein gutes Team, dass die so weit unten stehen, ist ein Witz normalerweise. Hazard trifft zum 1-0 nach 22 Minuten, der ist momentan on fire und wir spielen 1-1 und Ramos verletzt sich schon wieder. Aber okay, kann ich noch mit Leben mal sehen, wie unsere Leistungsdaten aussehen und wo Valencia in der Tabelle steht. Oh mein Gott, Alter, das ist doch nicht wahr. Jetzt fallen beide unsere Stamminnenverteidiger aus. 2 Monate bei Sergio Ramos. Wir haben auch einfach ein Pech, das ist unglaublich. Ja, nächste Episode geht Transferphase los. Ich werde jetzt nur noch das Training machen. Das Pokalspiel gegen Sociedad gibt es in der nächsten. Schreibt mal in die Kommentare, welche Spieler ihr gerne sehen möchtet, ob wir irgendwen holen sollen. Und packt mal hier in die Infocard rein, sollen wir einen neuen Innenverteidiger holen und Pepe oder Ramos. Okay, Ramos nicht, aber Pepe eventuell ersetzen schon mal. Ich meine, wir haben Tah, wir haben Varane. Das sind 2 gute Backups auf jeden Fall. Aber sollen wir vielleicht schon mal Pepe richtig ersetzen? Ja oder nein? Oder meint ihr, dass Varane, oder meint ihr, Varane und Tah reichen für die Zukunft oder sollen wir noch wen anders holen? Auf jeden Fall drei Positionen, richtig krassen Spieler. Bin ich mal gespannt, was dabei rumkommen wird. Stimmt einfach ab, die Infokadapter da stehen. Ich hoffe, dass ich wieder keine vergesse. Und das war es dann von dieser Episode. Trainingsergebnisse waren okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Wieder viele Verletzungen, viele ganz, ganz komische Sachen. Aber immerhin 2 Siege gegen Atletico und Barca. Da kann man auf jeden Fall, denke ich mal, den Like da lassen. Wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder, beziehungsweise im nächsten Video. Checkt die auf jeden Fall aus. Ihr habt da die Infokarte oder das ein Video für euch angepasst extra. Und dazu mein Merchandise. Dazu könnt ihr gerne abonnieren. Würde ich mich drüber freuen. Und die Playlist von Real Madrid, wenn ihr die anderen Parts noch nicht gesehen habt. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.